Die Schmiedeberger Musikanten feierten mit einer hochkarätigen musikalischen Gala am 13. April ihren 70. Geburtstag. Über 300 Gäste waren der Einladung in die Aula des Glückauf-Gymnasiums gefolgt und sie erlebten drei tolle Stunden. Zur Geburtstagsgala war auch das Niedersachsen-Soundorchester gekommen. Seit Jahren verbindet die beiden Klangkörper eine feste Freundschaft. Andreas Exner, der musikalische Leiter der Schmiedeberger, erinnert sich. Volles Haus, ich freue mich. Es ist in den Moderationen heute schon angeklungen, unsere Freundschaft, die vielen, vielen Jahre, die wir hier gemeinsam Musik gemacht haben, in Dips, in Schmiedeberg, in Bösel, Euromusiktage. Ich glaube, es ist 16. Mal, oder war ich jetzt? Stefan Lübben ist der Dirigent der Niedersachsen. Aufgebaut hat das ehemalige Orchester Bösel, aber sein Vater Heini Lübben. Er ist mittlerweile im musikalischen Ruhestand, hatte aber jetzt die Ehre, nochmals die alten Kameraden mit beiden Orchestern zu dirigieren. Ein Höhepunkt der Geburtstagsgala, den wohl keiner so schnell vergessen wird. Die Schmiedeberger Musikanten können Sie, wenn Sie mögen, am 12. Mai zum Muttertagskonzert in Seifersdorf und am 3. Juni zum Dipser Stadtfest live erleben.